aber ich kann heiß nicht in seinen Kontakten. Okay, hier sind wir im Apple Store in Dresden. Und wir testen jetzt mal Siri für euch auf dem neuen iPhone 4S. Wie spät ist es gerade in Tokio? In Tokio, Texas, US ist es 5.30 Uhr. Wie spät ist es gerade in Tokio, Japan? In Tokio, Japan ist es 19.30 Uhr. Okay, jetzt setzen wir einen Timer. Stelle den Timer auf 30 Minuten. Der Timer ist auf 30 Minuten eingestellt. Was bist du für ein iPhone? Okay. Welches ist das beste Handy auf der Welt? Okay. Dein Timer läuft bereits. Welches ist das beste Handy weltweit? Timer wird eingestellt. Okay, gut. Timer läuft schon. Also es funktioniert nicht ganz so, wie man das möchte. Welches ist das beste Handy auf der Welt? Was bist du für ein Handy? Tut mir leid, ich verstehe. Welches ist das beste Handy auf der Welt? Licht. Magst du das iPad? Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe alles, was ich brauche. Okay. Wo ist der nächste? Gut, Friseur. Schreibe eine SMS an Mama, ich komme heute später nach Hause. Suche Anna. Ich verstehe. Heißt du Magdalena? Suche Anna bei mir. Wo ist der nächste Friseur? Ich weiß nicht, wer deine Mutter ist. Ich weiß noch nicht einmal, wer du bist, wenn du deine persönlichen Infos. Okay, also das mit den Einstellungen hat auf jeden Fall funktioniert. Also ich komme heute später nach Hause. Aber es weiß natürlich nicht, wer meine Mutti ist. An wen soll ich sie senden? Wo ist der nächste Friseur? An Johannes Bötschler. Anita, hast du einen Namen? Okay, Johannes Bötschler gibt es natürlich nicht. Ich kann Johannes Bötschler nicht in deinen Kontakten finden. Sende die SMS an 01522 8095976. Okay, ich kann eine SMS an 01522 8095976 schicken. Was möchtest du sagen? Wie heißt du? Okay, ich habe deine Nachricht aktualisiert. Okay, senden. Okay, ich habe die Nachricht abgeschickt. Okay, gut, das geht etwas schlecht, wenn keine SIM-Karte drin ist, aber vom Prinzip her funktioniert es. Ja, das neue iPhone ist natürlich auch deutlich schneller. Und hier in Weiß, so wie ich es mir auch bestellt habe, meins sollte hoffentlich demnächst ankommen. Ja, Tut mir ja sehr leid. Mache ein Treffen mit Mama am 15.12.2011 um 13 Uhr fest. Ich sehe keine Termine in deinem Kalender zu diesen Angaben. Soll ich einen Eintrag erstellen? Ja. What is the speed of an unswollen swallow? Okay, das dauert etwas. Wegen den Umgebungsgeräuschen. Okay, deine Besprechung mit Mama ist vermerkt. Sag mir, in wie viel Stunden. Okay, mache einen mit Mama. Naja, gut. Ja, aber so vom Prinzip her funktioniert es auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut. Und es merkt sich auch schon sehr schnell an. Es läuft wunderbar flüssig. Und hier sind auch ganz viele Leute im Apple Store. So wie das sein soll. Nachrichtenfunktion, natürlich alles hier. Natürlich ist der Nachricht fehlgeschlagen. Ist auch jetzt nur irgendeine Nummer. Also nicht, dass ich denke, das ist meine Nummer, ist meine Nummer ist anders. Haben natürlich ist Siri das Killer-Feature. Funktioniert natürlich auf Englisch besser. Was nicht funktioniert, sind Sachen wie zum Beispiel
Sachen, die mit Wolfram Alpha funktionieren, also wie zum Beispiel das hier. Wie viel ist 5 plus 2? Wie viel ist das Spiel Bayern München? Entschuldigung, ich verstehe. Wie viel ist 5 plus 2? Ich weiß nicht. Also das funktioniert dann mit Wolfram Alpha bisher aber nur in den USA. Probieren wir mal was mit den Reminders aus. Erinnere mich um 15 Uhr daran, dass ich einkaufen gehe. Hier ist deine Erinnerung für heute um 15 Uhr. Ich einkaufe. Soll ich sie erstellen? Ja. Okay, ich erinnere dich. Und jetzt setzen wir noch einmal, na, den Timer haben wir ja schon gesetzt. Aber so funktioniert auf jeden Fall Siri auf dem neuen iPhone 4S. Da ich meins noch nicht habe, einfach mal ein kurzes Preview. Kommt natürlich noch mal ein richtiges, wenn ich dann mein eigenes habe. Bis dann und bis neulich. Viel Spaß mit dem neuen iPhone 4S.